Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video, in dem ich euch mal ein neues Urzeitwesen vorstellen werde, nämlich den Sarkosuchus. Der ist sehr überraschend in das Spiel gekommen. Oh, der klingt ja cool. Ich habe ihn auch noch selber nicht ausprobiert, aber ich finde das mega, mega nice. Das kam wirklich sehr plötzlich und momentan geht es wieder Schlag auf Schlag bei Path of Titans. Das ist echt cool. Der ist aber auch gar nicht so langsam unterwegs, muss man sagen. Aber der hoppelt so ein bisschen. Wie so ein Hündchen. So, wir können mal die Schreie durchgehen. Das hier ist der Einserschrei. Der Zweierschrei. Auch total süß, ne? Der Dreierschrei. Vierer. Fünfer haben wir noch nicht, Sechser auch nicht. Das hier ist F. Ich finde das richtig cool, wie auch unten sein, wie nennt sich das denn? Der Kehlkopf da so rumschlackert, wenn er diese Geräusche macht. Ich finde das ein bisschen komisch, wie der läuft, muss ich sagen. Sieht so unpassend aus wie ein Krokodil. Ja, ist auf jeden Fall natürlich ein riesiges Krokodil, was natürlich hauptsächlich im Wasser lebt. Deswegen gehen wir jetzt auch mal ins Wasser. Schauen uns das Ganze mal an. Ich habe jetzt gerade schon wieder richtig Lust, Path of Titans mit euch zu streamen. Mit dem Sarkosuchus. So sieht das Ganze aus. Das ist schon was Nices. Kann man die ganze Zeit unter Wasser bleiben und darauf lauern, dass hier irgendein kleiner Pflanzenfresser oder sogar vielleicht ein größerer Fleischfresser was trinken kommt. Und dann kommt man aus dem Nichts. Hat schon was, ne? Dann taucht man hier auf. Und dann geht's los. Dann wird geschnappt. Der hat halt auch so eine Bissattacke. Ich kann mal hier das Hut wieder einblenden. Oh, ich habe gar keine Ausdauer mehr. Sieht auch ziemlich cool aus. Der beißt halt so schräg zu. Hat natürlich auch wieder ein bisschen Cooldown. Das haben wir alle Attacken. West failed. Okay, was auch immer. Bin hier gerade wieder auf dieser neuen Map. Die ist gerade mal wieder verfügbar. Die ist auch echt nice. Wir suchen uns mal hier so ein geraderes Stück raus. Seht ihr das besser? So. So sieht das aus, wenn man sich hinsetzt. Schreien kann man dann natürlich auch noch. Und wenn man sich schlafen legt, das habe ich schon gesehen, dann macht er den Mund auf. So richtig witzig. So richtig die Sonne genießen. Oh, ich feiere das. Also der Sarkosuchus ist richtig nice. Die Laufanimation finde ich noch sehr, oder diese Sprintanimation finde ich noch sehr gewöhnungsbedürftig, wollte ich sagen. Noch früher morgen. Habe ich noch Wortfindungsstörung. Aber ansonsten finde ich den schon echt nice. Im Kampf werde ich ihn vielleicht gleich auch nochmal kurz ausprobieren. Wenn da Leute auf dem Server sind, das müsste ich dann mal schauen. Ich schwimme nochmal kurz da hinten rüber, das sieht auch so cool da aus. Mit diesem Dampf. Diese Map ist auch wunderschön. Es ist einfach so nice. Wenn ich mir vorstelle, ich bin dann da am... Oh, das ist ein Fisch. Können wir den fangen? Bin dann da am... Den jetzt gefangen? Tatsächlich. Wie cool. Ich bin dann da hinten am Wasser am Trinken als, keine Ahnung, Gallimimus oder so. Und dann sehe ich so ein fettes Krokodil da am Wasser. Das wäre schon ganz schön spannend. Aber ich denke mal, der wird sich auch viel von Fisch ernähren dann wahrscheinlich, ne? Gehe ich von aus. Ist ja süß, wenn ich den Fisch ablege, dann legt er den auch so seitlich ab. Aufnehmen wird bestimmt jetzt schwierig. Ah, ging. Okay. Dann fressen wir den mal. Zack, weg ist er. Gibt es leider noch keine richtige Animation. Aber das hier ist der neue Sarkosuchus. Auf der neuen Karte hier. Und zu guter Letzt gehen wir nochmal die Skins für den Sarkosuchus durch. Das hier ist der Standard-Skin. Der sieht schon ziemlich cool aus. Mit einer gestreiften Schnauze. Dann haben wir hier Mangrove. Auch sehr nice. Mit dem Weiß hier vorne und da hinten. Dann haben wir Speckled. Ein blauer Skin mit Orange. Greyback. Dann haben wir hier Lagoon. Den habe ich gerade mal schon freigeschaltet.
Weil ich den auch mega cool finde, so ein Grün. Dann haben wir Bayou. Papyrus. Olive. Spectailed. Nee, Spectacled. Sorry. Dann haben wir natürlich Albino. Sieht auch heftig aus. So komplett in weiß. Hat auch was. Und natürlich die dunkle Gegenversion zu dem Albino. Die Skins kann man natürlich dann auch wieder anpassen in der Farbe. Das kennt ihr ja. Und es gibt auch zwei Unterarten. Einmal diese hier und diese hier. Da ändert sich so ein bisschen die Körperform. Und gerade hier bei der Schnauze fällt das auf. Hier ist die so ein bisschen kürzer und ein bisschen breiter. Und hier ist die eher so länglich und ja, ein bisschen schmaler. Mehr so wie bei dem Ganges Gavial. Und hier eher so wie bei einem Leistenkrokodil. Zumindest so ein bisschen in die Richtung. Das ist schon cool. Also ich freue mich. Am Wochenende werden wir den sicherlich auch mal im Livestream oder so ausprobieren. Und dann gehen wir mal auf die Jagd. Aber Leute, das ist der neue Sarcosuchus. Probiert ihn aus, könnt ihr jetzt spielen bei der Demo von Path of Titans. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.